So, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Jetzt, wir haben ja gesehen, dass hier noch so ein schönes, fuck, ein Artefakt ist. Ein Artefakt ist. Das habe ich aus Versehen zweimal auf das Teil gedrückt, schon in der letzten Folge. Naja, gut. So, super. Ist das hier drin, dieses, ne, hier war ja die Feder. Ich weiß nicht, so hochgenommen haben wir das ja noch nicht. Glaube ich. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, hier ist es nicht. Ich weiß nicht, das war ja so ausgegraut. Ja. Mach das mal. Machst du bestimmt auch gut. Werden bestimmt jetzt nicht so viel sein, die da hochklettern. Aber wo ist denn das Ding? Ist das hier? Ah, hier. Oder haben wir das schon? Es passierte Nee, haben wir noch nicht, ne? 1908. Nee. 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. Was denn? Die Kavallerie. Nikola, wir wissen, was man mit... Warte mal. Nikola, wir wissen, was man in Ihrem Labor angetan hat. Ihre Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen. Ist schon spät, ich habe jetzt schon zu viel gequatscht, da ist es. Aber Sie können helfen. Etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es ihnen wegnehmen, bevor sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass sie ihr Leben riskieren, nur dass sie ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von ihrer Entscheidung sollen sie wissen, dass wir ihre Arbeit sehr bewundern und ihnen gegenüber einen Groll hegen. Wir respektieren ihre Freiheit mehr als andere. Was? Madagaskar? Was ist das denn jetzt? Hä? Ah, okay, wir müssen das so anordnen. Dass die Weltkarte, wir müssen die so anordnen, dass das Land, dass die Länder richtig sind. Ah. Okay. Tut mir leid, Mutti. Wollte ich nicht. Passcode gefunden. 81126. Passcode eingegeben. Datei freigegeben. Also das war jetzt diesmal einfach. 4 brauchen wir noch. Okay, gut. Ja, gut, das war jetzt nicht so schwer. War recht easy. Hey Gizeh, war das easy? Take it easy. Ja, gut. Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Ah, noch ein Herausforderer. Das ist da ein Hinterhalt. Exzellent.
Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt, um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Attentat auf den Hauptmann der Wache. Was für eine Karriereleiter. Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend. Und du? Leute. Oh, fuck. Was ein Sehr. Warte mal. Oh, fuck. So. Jawohl. So wird's. So ist super. War ich denn wirklich so? Zack. Weg. So stolz und brutal? Nein. Savonarola ja. Hat mich verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Anonym werden. Scheiße. Nicht in die öffentlichen Gewässer. Hintern gehört mir. Schneller, lauf! Nur außerhalb der Scheiße. Grenzen erlaubt. Okay, super. Wir sind jetzt noch anonym hier drin. Die suchen uns. Und langsam lassen sie ab. Ja, 2000. So, 2 haben wir noch zu eliminieren. Ja, das überrascht mich nicht. So, ich möchte aber jetzt mal eine Schmiede sehen. Schmiede finden. Die zum Beispiel. Um mal wieder ein paar Rauchbomben aufzufrischen. Ich muss fort. Bleib zurück. Können wir auch gut gebrauchen. Ja, gut, super. Wir haben jetzt 1500 wieder. Die haben abgelassen. Okay, und jetzt müssen wir hier irgendwo eine Schmiede finden. Wo ist denn die? Die ist auf der anderen Seite, oder was? Wollen wir schauen. Ah, hier rein, okay. Ja, die kennen wir ja noch, glaube ich. Ja, natürlich, da waren wir da auch schon mal gewesen. So, reparieren. Gibt nichts zu reparieren. Munition. Haben wir noch, Wurfmesser haben wir noch alle da. Bitte kommt. Rauchkugeln, und das lassen wir mal. Ja. So. Okay, wo ist denn die nächste? Ist da jetzt nichts weiter in der Nähe, oder was? Hier ist noch eine. Und die andere? Ah, hier hinten. Okay, dann machen wir erst die und dann rennen wir darüber. So. Sah jetzt etwas weiter aus, aber ich glaube, das ist gar nicht so weit. 100 noch was Meter. Geht noch. So. Mit etwas Parcours geht das schon. Oh, Entschuldigung. Wird als dem Teufel persönlich.
Hey, hey, hey. Na, schönen Dank. Kommt, meine Freunde. Möchte ich aber gerade nicht. Ich möchte aber erstmal die Mission machen. So. Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernator. Was? Sterbesakademie? Was? Akatente. Sterbesakramente. Hm. Gut. Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Ja. Gut. Machen wir hier hoch. Die sind auch schön gebaut, da kommt man gut hoch. Was tut ihr denn da? Wo ist der angerannt? Vielleicht sieht er uns nicht. Scheiße, scheiße. Den wollte ich jetzt noch eliminieren. Was macht der denn? War denn da die Steine her? Solche, weißt du, so riesen Ding, riesen Steine auf den... Ach, komm. So riesen Steine auf dem Dach. Habe ich auch noch nicht gesehen auf so einer Kirche, weißt du? Muss ja eigentlich sauber gehalten werden und der holt da solche Steine aus dem Gebälk raus. So. Schauen wir, wenn der jetzt hierher kommt. Können wir den gleich runterhauen? Das sieht er uns nicht. Boah. Da drüben ist noch einer. Okay. Und dort auch. Okay, okay, okay. Wie weit kommt er vor? Er stellt sich dort rein. Okay. Dann geht er wieder zurück. Hallo, 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 Ezio, Ezio, Alter. Was macht ihr hier? Verdammt, sofort runter hier, schnell. Ich bin gar nicht da. Boah, Alter, ist das knapp. Und spannend. Alter, komm doch jetzt mal her, Alter. Ja, du vergeudest Zeit. Komm ran. So, du kommst halt hierher. So, super. Okay. Schon mal gut. So. Da müsste jetzt gleich von hier drüben wieder vorkommen. So, jetzt kommt er. Ja, siehst du? Drüben ist hoffentlich keiner, der uns jetzt sieht, wenn wir hochklettern. Ach, okay, warte. So. Hey. Okay, so. Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernator cuius potentiae nulla creatura resistere potentium est.
ist der Impotenz oder was? Est peccatoris punire. Et eorum mise. Er ist hier! Sprich! Nein! Scheiße! Was? Wie kann der uns denn sehen, du Sau? Hoffentlich nicht nochmal das... Oh, jetzt nochmal von ganz unten nach... Oh, nee. Scheiße. Ja, natürlich von ganz unten nochmal da hochrennen. Scheiße. Mist. Ah, jetzt wissen wir ja, wie wir es machen. Hier hochklettern, dann warten, bis der kommt. Wo ist er denn? Wo kommt er denn? Warte. Zack. Hey, der ist doch tot. Oh Mann. Das ist unnötig, dass er wenigstens so Zeit gibt, dass wir den da noch eliminieren können, bis der Alarm schlägt. Und doch nicht gleich auffallen. Alter. Das halte ich für unnötig. So, hier hoch. So, vielleicht müssen wir den auch gar nicht eliminieren. Vielleicht können wir den einen auch einfach, also den hier oben hier erstmal wegsetzen. Hey, hey, komm her. Hast mich nicht gesehen. Runter, Stronzo! Ich töte alle, die hier durch. Fuck. Okay, hier wieder hoch. So, hier rüber. So. Super. Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernator cuius Potentio nulla creatura. Irgendwas regt sich oder was? Und dann... Ganz merkwürdig. Est peccatoris punire et eorum miserere qui vere agunt punitentiam serva et libera nos sublicita tepetimus. Oh, super. Was macht ihr hier? Ich mach gar nichts. Verschwinde. Okay. So, dich hätten wir. Oh, Gott sei Dank. Was für eine Geburt. Er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur... Arbeit und zwar an die Menschheit. Requiescat in pace. Ja, Ruhe in Frieden. Ach, die sind plötzlich alle weg. Und wo kommen wir jetzt hier runter? Ist nicht hier irgendwo Heuhaufen oder sowas? Hier könnten wir runter. Ja, hierher und dann von dort aus nochmal dort runter.
Zack. Und dann müsste ja noch hier drüben irgendwo das nächste Attentatsziel sein. Rennen wir nochmal schnell hin. Vielleicht kriegen wir das dann in dieser Folge noch hin. Hat es vielleicht dann etwas überlänger, aber das macht ja jetzt nichts. Rauchbomben haben wir noch alle da. So. Heute, also in dieser Aufnahme hat wenigstens noch keiner angerufen. Das war ja, also das war... Die eine Aufnahme damals, das war ja schlimm. Die Folgen. So, hier ist noch unser letztes Ziel. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Chirurgischer Eingriff. Ungesehen einen der Attentat auf den Doktor zu durchführen. Zu akzeptieren. Was glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Scheiße, wir werden ja jetzt sofort gesehen. Vielleicht ist übers Dach das Beste. Hier wartet noch einer. Tja, nichts, Lachu. So, der ist zwar schon längst weg, aber wir nehmen seine 3 Florin trotzdem mit, weil es einfach witzig ist. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medizin. Okay, jetzt ist hier drüben noch einer. Lange verlassen haben, oder? Fuck, wo ist der denn? Ist der hier irgendwo? Ah, der steht hier drüben. Okay, jetzt ist er weg. Nehmen wir den auch noch mit. Lachu! Da! Da! So, jetzt ist gut. Ist Ruhe im Karton. Oh, fuck. Warum es bekämpft, hier rüber. Sich verweigern. Er ist ein guter Mann. Mit starkem Charakter und guter Moral. Fuck. Er will uns vor uns selbst retten. Okay. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde. Mist. Hier, komm hoch. Stolz. Ach, Mann. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden jetzt des Fleisches. So. Wir scheuten vor dem Angesicht Gottes. Und warum auch nicht so beschämt, wie wir von unseren Taten waren. Darum habt ihr Schmerzen und werdet krank. Das ist die göttliche Strafe. Doch fürchtet nicht, wenn ihr Heilung wollt, wenn ihr Rettung wollt. Euch Savonarola. Tut es und ich werde euch aufnehmen. In diesem okay. Gebäude erhaltet ihr die beste Pflege. Können wir jetzt ab hier ein... Vollkommen gerade. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Ja, super. Hat geklappt. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Achtung, Jungs, das ist keiner. Tja. Anfänger, haltet zusammen! Scheiße. Ja, jetzt nur noch flüchten. Wenn das so einfach wäre. So, hoch.
Ja, geschafft. Super. La Volpe und hier die gute Frau, ich weiß immer noch nicht ihren Namen. Florin. Und wir hätten jetzt ja alle unsere Attentatsziele erreicht. Jetzt haben wir nur noch eins, wo wir dahin müssen. Und das machen wir dann in den nächsten Folgen. Ja, bis dahin. Tschüss.